Also ich kenne Leute, die beschäftigen sich tatsächlich mit Kilogrammmengen. Bis hin zu Leuten, die auch Pakete verschicken. Also das ist ganz unterschiedlich. Du wirst gleich paranoid. Du bekommst sprunghafte Gedanken. Du weißt vielleicht irgendwann gar nicht mehr, was abgeht so, ne? Warum ausgerechnet dieses Thema? Ja, wie Klickzahlen unter einigen YouTube-Videos zeigen, scheint das Interesse an recherchiertem Wissen zu Cannabis groß zu sein. Später sehen wir auch noch, dass die Popkultur dieses Thema irgendwie immer weiter in die Mitte meiner Generation rückt. Ob in der Musik in Dokumentation und Videos auf YouTube oder in Film und Fernsehen. Auch ich stoße in diesen Medien des Öfteren auf Cannabis als Thema und all das schafft manchmal fast den Eindruck, der Konsum von Marihuana wäre weitestgehend normal. Gleichzeitig spricht die Gesetzeslage in Deutschland aktuell noch klar dagegen und deswegen suche ich jetzt Antworten auf Fragen, die in Bezug auf Cannabis noch zu selten gestellt wurden. Die ersten Antworten finden wir in Amsterdam, wo Marihuana anders als in Deutschland frei gekauft und konsumiert werden kann. Ein bisschen Recherche zeigt schnell, dass Cannabis eine Pflanze mit einer Geschichte ist, die weit in die Vergangenheit reicht. Schon vor langer Zeit kultiviert an den verschiedensten Orten der Welt, ist sie heute fast jedem ein Begriff. Den meisten dürfte Cannabis oder genauer gesagt der Inhaltsstoff THC aber vor allem wegen seiner berauschenden Wirkung bekannt sein. Aber nicht jede Gattung der Pflanze produziert zwingend diesen illegalen Stoff. Landwirte dürfen sogenannten Nutzhanf in Deutschland sogar legal anbauen. Cannabis wird seit einigen Jahren immer weiter erforscht und kommt neben dem privaten Konsum seit 2017 auch in Deutschland zu medizinischen Zwecken zum Einsatz. Hierbei spielt auch ein anderer wichtiger Stoff der Pflanze eine Rolle, genannt Cannabinol oder kurz CBD. Dieser löst keinen psychoaktiven Rausch aus und ist deshalb vor allem für pharmazeutische Zwecke interessant. CBD soll unter anderem angstlösend sein, Entzündungen hemmen, entkrampfend wirken und die schädlichen Nebenwirkungen von THC abmildern. Auch beim Gang in den Drogeriemarkt merkt man heutzutage, dass die Industrie die vermeintliche Wirkung dieser Pflanze nutzt, um Produkte zu bewerben. Ich habe einfach mal versucht, alle Produkte in einem Markt zu finden, die was mit Hanf zu tun haben. Es ist zwar keiner dieser Artikel berauschend oder in sonstiger Weise besonders wirksam, und trotzdem wird Hanf immer öfter in diversen Produkten verarbeitet. Cannabinol wird neben dem Einsatz in der Medizin seit einigen Jahren immer häufiger legal als Öl oder Tropfen verkauft und oft als entspannendes, aber nicht zum Verzehr geeignetes Naturprodukt beworben. In welchen Form THC zu kaufen ist, sehen wir zum Beispiel hier in Amsterdam. Ja, also hier haben wir jetzt tatsächlich die Cannabisblüte in ihrer Rohform, habe ich jetzt einfach in so einem Coffeeshop gekauft, wie es hier in Amsterdam ja üblich ist. Das ist aber nicht alles. Die Inhaltsstoffe, also THC und CBD, können auch noch weiterverarbeitet werden. Hier zum Beispiel haben wir jetzt so einen Cannabis-Keks. Der enthält auch THC und wird wohl auch berauschend wirken. Hier haben wir noch einen Lolli. Und es gibt auch noch zahlreiche weitere Produkte, in denen Cannabis verarbeitet wird. Der Grund, aus dem man als privater Konsument solche Produkte kauft, wird wohl immer der gleiche sein. Man möchte durch die Wirkung von Cannabis einen Rausch im Körper erzielen. Wie wir hören hier. Einfach gesagt ist Cannabis eine Pflanze, die durch ihre Genetik verschiedene Stoffe in unterschiedlich hoher Dosierung produzieren kann. Nutzhanf beispielsweise produziert THC und CBD in nur minimalen Mengen von unter 0,2% und ist deswegen unter bestimmten Voraussetzungen legal in der EU.
Andererseits gibt es Sorten der Pflanze wie die in Amsterdam, die mit einem THC- oder CBD-Gehalt von bis zu 35% weit über dem erlaubten Grenzwert liegen. Ergo löst der Konsum von Cannabis nicht zwingend ein Rausch aus und auch nicht jede Gattung von Hanf ist automatisch illegal. Aber wo kommt diese Pflanze eigentlich her? Wilder Cannabis ist noch heute in Westsibirien zu finden, weshalb einige Forscher glauben, die Geschichte um die Pflanze könnte im asiatischen Raum ihren Ursprung nehmen. Ein Forschungsteam hat 2008 789 Gramm der Cannabisblüte in dem Grab eines Schamanen in Turpan entdeckt, das auf ein Alter von ungefähr 2700 Jahren geschätzt wird. Auch im Pamirgebirge im nahegelegenen Tadschikistan wurden Überreste der Pflanze mit hohem THC-Gehalt in Gräbern gefunden. Selbst bei diesen alten Funden wird davon ausgegangen, dass die Pflanze zu berauschenden Zwecken kultiviert und konsumiert wurde. Ja, grob gesagt vermutet die Wissenschaft, Hanf wurde später mit dem aufkeimenden internationalen Handel im 11. Jahrhundert rum über den Seeweg in vielen Teilen Europas verbreitet. Die gewonnenen Rohstoffe wurden dann zum Alltagsgebrauch, aber auch zum Bau und der Wartung von Schiffen verwendet. Und aus diesem Grund waren viele Länder mit aufkeimenden Handel über Gewässer dann auch gleichzeitig Anbaugebiet für Cannabis. Und im 20. Jahrhundert dann erklärte die USA Cannabis zu Zeiten der Prohibition für illegal, was dann wiederum Einfluss auf die Drogenpolitik der UN genommen hat und später halt auch auf die globale Gesetzeslage. Seitdem gilt Cannabis in den meisten Ländern als illegale Droge und auch der Einsatz als Rohstoff geriet irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit. Die Cannabispflanzen von heute unterscheiden sich also nicht wirklich von denen, die den Menschen schon vor fast 3000 Jahren bekannt waren. Und auch an dem Konsum zu berauschenden Zwecken scheint sich seitdem nicht viel geändert zu haben. Zumindest wurde die Pflanze nie durch einen menschlichen Eingriff in die Gensequenzen verändert oder manipuliert, um sie so wirksamer zu machen. Der Deutsche Hanfverband schreibt dazu: Gentechnik, also technische, genetische Veränderungen durch das Manipulieren der Gensequenzen, gibt es bei Hanf sicherlich nicht. Das wäre viel zu teuer und ist auch nicht notwendig, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten. Mich hat interessiert, warum Cannabis heute angeblich trotzdem viel berauschender wirken soll, als es noch in der Vergangenheit der Fall war und wie genau dieser Effekt erzielt wird. Dafür muss man die Wirkweise aber noch genauer verstehen. Bis 1964 war unklar, warum der Konsum von Cannabis überhaupt einen Rausch auslöst. Schließlich wurde THC als Ursache ausgemacht, was aber auch nur wieder weitere Fragen aufgeworfen hat. Denn THC erzeugt den Rausch im Organismus auf eine andere Weise, als es zum Beispiel Koffein, Morphin oder Nikotin tun, bei denen der Wirkmechanismus recht ähnlich ist. Bis 1990 fand man nur lautere weitere THC-ähnliche Verbindungen in Cannabis, die als Cannabinoide bezeichnet wurden. Und zu ihnen gehört auch der anfangs erwähnte Stoff CBD. Das Problem war nur, dass bis dahin nie ein Rezeptor im Körper entdeckt wurde, durch den ein Organismus diese Substanzen überhaupt verarbeiten kann. Schließlich konnte man doch irgendwann die Existenz solcher Rezeptoren und ein sogenanntes Endocannabinoid-System bei Mäusen nachweisen. Und diese Mechanismen lassen sich auch bei Menschen finden. Durch die entdeckten Rezeptoren, genannt CB1 und CB2, produziert der Körper in geringer Menge eigene Cannabinoide in Hirn und Rückenmark. Die körpereigenen Cannabinoide sind unter anderem für die Kommunikation und das Wachstum von Hirnzellen, aber auch für das Steuern von Immunzellen durch den Körper zuständig. Zusammengefasst bilden diese Mechanismen das Endocannabinoid-System. Konsumiert man nun Cannabis, wirkt das enthaltene THC, aber auch die über 100 anderen entdeckten Cannabinoide der Pflanze auf noch viel mehr Vorgänge im Körper. Dadurch gerät das Endocannabinoid-System aus dem Gleichgewicht und deswegen kommt es auch zu Nebenwirkungen wie zum Beispiel rote Augen oder einem trockenen Mund. Das Rauschgefühl entsteht erst dadurch, dass THC bestimmte Rezeptoren des Nervensystems besetzt und einen Neurotransmitter emittiert. Die Wirkung von Cannabis auf den Organismus bleibt genau deswegen extrem komplex, weitestgehend unerforscht und oft auch sehr individuell. Sie ist abhängig von den ausgebildeten Cannabinoiden der Pflanze und dem Organismus, der diese verarbeitet. In der Wissenschaft werden solche Substanzen und Medikamente, die eine so hohe Bandbreite an Wirkungen erzielen, auch als Dirty Drug bezeichnet. Ja, für den privaten Konsumenten, der nur einen Rausch erzielen möchte, sind die zahlreichen Cannabinoide und diese Vorgänge wohl eher zweitrangig. Hier spielen vor allem THC und CBD eine große Rolle. In meiner Generation hört man das immer häufiger. Und auch durch die Popkultur wird man auf diverse, manchmal komisch klingende Szenenamen wie Purple Haze, Kush oder Lemon Haze aufmerksam. Schaut man in großen ausländischen Online-Shops, so stößt man auf unzählige weitere Sorten, die angeblich alle unterschiedlich schmecken, aussehen und wirken.
Samenbanken wie die Royal Queen Seed Samenbank arbeiten laut ihrer Website hart daran, optimierte Cannabis-Sorten für den weltweiten Markt zu züchten und zu verkaufen. Das zugrunde liegende Verfahren, also in die Genetik einer Pflanze einzugreifen und sie auf die Art besser nutzbar zu machen, ist ja nicht neu. Im Gegenteil, schon vor über 100 Jahren begründeten Menschen wie Gregor Mendel, der vielen auch noch aus dem Unterricht der Schule bekannt sein dürfte, die wissenschaftliche Erforschung der Genetik von Pflanzen. Was genau passiert in solchen Verfahren? Was nach Gentechnik und Laborarbeit klingt, hat viel mehr mit natürlichen Vorgängen zu tun. Wie wir wissen, wächst Cannabis schon einige Zeit auf unserem Planeten. Weil es aber über Generationen in verschiedensten Gebieten angebaut wurde, hat die Pflanze ihre Eigenschaften an die unterschiedlichen Umweltfaktoren der geografischen Lage angepasst. Diese Ursorten werden auch unter dem Begriff der Landrassen zusammengefasst und haben teilweise stark unterschiedliche genetische Merkmale ausgebildet. Ein Züchter fragt sich zuerst, welche Eigenschaften seine Hanfsorte haben soll. Sein Ziel ist es, die ausgewählten Merkmale in einer neu geschaffenen Gattung der Pflanze zu fixieren und nachteilige Eigenschaften zu beseitigen. Er wählt Landrassen aus, die die von ihm gewünschten Eigenschaften zutage fördern könnten, und auf ihn wird die Zucht eines neuen Phänotypen begründet. Möchte er beispielsweise eine sehr wetterbeständige und berauschende Pflanze erschaffen, so sucht er sich Ursorten aus, die diese Eigenschaften durch jahrelange Evolution bereits ausgebildet haben. Zwei Pflanzen ausgewählt, kreuzt der Züchter diese Sorten das erste Mal, indem er die Blüte einer weiblichen Pflanze mit dem Pollen einer männlichen Pflanze der anderen Gattung bestäubt. Durch die neu kreierte Pflanze werden am Ende des Wachstums dann Samen dieser neuen Gattung erzeugt. Diese Samen können wiederum mit anderen Sorten gekreuzt werden, um die Genetik der Pflanzen weiter zu vermischen. Dabei wird darauf geachtet, immer die Pflanze mit den besten Eigenschaften einer gezüchteten Generation auszuwählen, um weitere Folgegenerationen zu züchten. Innerhalb dieser Vorgänge gibt es viele weitere Techniken zum Ausselektieren und Fördern der besten Genetik. Doch das Grundprinzip bleibt immer ähnlich. Der Züchter kreuzt die Genetik unterschiedlicher Cannabispflanzen und selektiert das beste Ergebnis jeder gezüchteten Generation aus, um die von ihm gewünschten Eigenschaften zu stabilisieren und eine völlig neue Genetik zu erzeugen. Ja, auf diese Weise entstanden zahlreiche, teilweise stark berauschende Cannabissorten, ohne dass je direkt in den Gencode von Cannabis eingegriffen wurde. Durch die Legalisierung in Kanada, Colorado und Kalifornien hat die Zucht von Cannabis einen regelrechten Höhepunkt erreicht und immer mehr Gelder fließen in die Hanfindustrie. Diese Entwicklung lässt sich auch so ein bisschen in Deutschland spüren, denn der Beweis dafür sind Cannabissorten, die immer häufiger in Erwähnungen durch Hip-Hop und Rap auf sich aufmerksam machen. Der Name verrät auch schon so ein bisschen ihre Herkunft, nämlich Cali Weed. Ja, die Connected, du redest, ich leb. Läufer gebastelt, guck, ob er verrät. 50 Euro in ein Jeep, ey. Kelly im Paint mit Lost Tip, ja. Früher hab ich Chase gepasst, heute gibt es Cali Weed und Hagen, das crazy. Ich habe lange nach Leuten gesucht, die sich besser als ich mit Cannabis auskennen und bereit sind, vor der Kamera mit mir zu sprechen. Auch über das sogenannte Cali Weed aus den Songs würde ich gerne mehr wissen. Nach monatelanger Suche, zahlreichen Posts in Cannabis-Facebook-Gruppen und unzähligen Insta-Direct-Messages hatte ich schließlich Glück. Ich konnte ein bisschen was herausfinden und mir hat sogar jemand geantwortet, der zwar selbst nicht dealt, sich angeblich aber trotzdem auch mit dem Handel von Cannabis auskennt. Zu meiner Überraschung hat er nach einigem Hin- und Herschreiben sogar einem persönlichen Treffen zugestimmt. Natürlich soll alles anonym bleiben und deswegen nennen wir ihn einfach Paul. Also wir treffen uns jetzt gleich tatsächlich mit jemandem, der sich mit dem Handel von Cannabis ein wenig auskennt. Er möchte natürlich anonym bleiben und wir treffen uns ein wenig außerhalb Hamburgs. Ich muss sagen, mir ist schon ein bisschen mulmig zumute. Ich weiß nicht genau, was auf mich zukommt. Also ich kenne Leute, die beschäftigen sich tatsächlich mit Kilogrammmengen. Wiederum kenne ich auch Leute, die natürlich 20 Tüten verkaufen, bis hin zu Leuten, die auch Pakete verschicken. Also es ist ganz unterschiedlich. Und ich denke, dass diese Cannabis-Sorten aus Kalifornien sehr, sehr rein sind, aber auch wiederum sehr gefährlich, weil sie teilweise noch einen viel höheren THC-Gehalt haben und dementsprechend auch viel psychoaktiver wirken. Und ich weiß ja nicht, ob du dich damit auskennst, aber es gibt eine sehr hohe Psychosengefahr bei gerade solchen Cannabisblüten. Ja, tatsächlich. Neben der Psychosengefahr bin ich bei meiner Recherche auf zahlreiche weitere Gefahren aufmerksam geworden, die der Konsum von stark THC-haltigen Produkten mit sich bringt. Es kann unter anderem zu Passivität, Depressionen, Ängsten, Psychosen, Konzentrationsproblemen und Störungen des Kurzzeitgedächtnisses kommen.
Zusammengefasst wird diese Symptomatik auch als amotivationales Syndrom definiert und klingt irgendwie auch ziemlich ernst. Cannabis wurde aber auch als alleinige Ursache für so eine Symptomatik durch Studien ausgeschlossen. In einer interessanten auf Substance Abuse Treatment Prevention and Policy veröffentlichten Studie wurden zwei Gruppen, bestehend aus jeweils ungefähr 240 Mitgliedern, über längere Zeit zu ihrer alltäglichen Motivation und Lebenszufriedenheit befragt. Die eine Gruppe konsumierte Cannabis, während die andere Gruppe über den Zeitraum nüchtern blieb. Dabei muss man erwähnen, dass es sich um eine Internetstudie handelt, aber nach Auswertung der Ergebnisse kam man neben anderen wichtigen Erkenntnissen zu dem Schluss, dass nicht nur der Cannabiskonsum selbst, sondern gerade auch die Lebensumstände der Probanden eine wichtige Rolle dabei gespielt haben, wie die Ergebnisse ausgefallen sind. Wie lange und wie viel THC konsumiert wird, ist ebenfalls von Bedeutung, wenn es um die negativen Auswirkungen von Cannabis geht. Hat man also ein stabiles soziales Umfeld, sichere Lebensumstände und einfach gesagt wenig Probleme, hat man auch ein geringeres Risiko, auf Gras abzustürzen und eben diese amotivationalen Symptome zu entwickeln. Das heißt aber nicht, dass man die negativen Folgen von Cannabis unterschätzen darf und auch schon gar nicht, dass jeder gut situierte Mensch ohne Probleme kiffen kann. Denn oft kommen manche Probleme erst mit dem Konsum ins Leben. Ich kann mich erinnern, damals gab es einen Freund von mir, der hatte Problem, und zwar, er hat einen Brief bekommen, Zeugenvorladung ganz normal, und zwar wurde bei einem Dealer im Handy gefunden, dass er mehrmals bei ihm wirklich minimale Mengen erworben hat, und im Endeffekt wollte dieser jemand sich dann da bewerben, wo ein erweitertes Führungszeugnis erforderlich ist, und dort stand es dann halt eben drin, und er hat deswegen halt, obwohl er mit den Beamten kooperiert hat und wirklich gut mitgearbeitet hat, hat ihm das trotzdem alles verbaut. Nun, bevor ich weiter über die Gefahren spreche, möchte ich noch mehr über dieses Gras aus Kalifornien wissen. Vor allem interessiert mich, was es so besonders macht und wie es den weiten Weg aus den USA bis zu uns kommt. Erstmal der Geschmack. Der Geschmack vom Kahngebiet ist oft gleich, beziehungsweise ist es halt so ein medizinischer, sehr, sehr cleaner, auch oft minziger Geschmack, der oft wirklich aneinander erinnert, aber im Detail auch wirklich anders ist. Mit Cannabis habe ich tatsächlich noch nie negative Erfahrungen gemacht im Sinne von Absturz, Übelkeit, noch was. Also tatsächlich immer ein sehr schönes, gemäßigtes High. In Deutschland ist Cannabis natürlich extrem teuer, da es ja 1000 Kilometer über den Ozean zu uns kommt und dementsprechend natürlich auch wertvoller ist, ne? Also jedes Gut, das geschmuggelt wird, hat einen extremen Wertzuwachs, besonders halt sowas, was du hier nicht bekommst. Und hier in Deutschland, richtiges Top-Shelf, 90 bis 100 Euro für 3,5 Gramm. Also zunächst muss man sagen, dieses Cannabis-Game ist halt erst so seit 2018 am Kommen. Natürlich auch durch US-Rapper, aber ganz besonders durch Leute wie The Plug Worldwide. Das ist jemand, der einen Coffeeshop gegründet hat in Holland, in Amsterdam und auch einen in Barcelona besitzt. Und ich würde sagen, solche Leute übernehmen halt so eine Vorreiterreihe, weil die dieses Gras nach von Amerika nach Deutschland gebracht haben. Und das natürlich klar ist, dass es nicht nur beim Handel in den Coffeeshops und in den legalen Shops in Spanien zum Beispiel bleibt. Und das läuft meistens durchs Clear Web ab und auch über den normalen Postweg, wie mit FedEx, USPS oder DHL. Ich habe nach diesem teuren Weed aus Kalifornien auch in dem The Plug Coffee Shop in Amsterdam gefragt. Und auch da gibt es das zu kaufen. Ich selbst wollte zwar keine 30 Euro für eine Aufnahme einer Pflanze zahlen, aber ein netter Gast hat mir freundlicherweise ein privates Video aufgenommen. Meines Wissens ist die Ausfuhr von Marihuana aus den USA immer noch illegal. Und trotzdem müssten ja unglaubliche Mengen unter der Hand exportiert werden, um selbst Coffeeshops in Amsterdam zu versorgen. Ich habe noch einmal nachträglich per Snapchat bei Paul nachgefragt und er versichert mir, dass all das wirklich komplett illegal abläuft. Ja, es ist tatsächlich so, dass meines Kenntnisstandes jetzt in Amsterdam sowieso fast alles über die Hintertür läuft und dementsprechend auch das Kali illegal eingeführt wird. Da gibt es solche sogenannte Plugs, zum Beispiel Kelly Boys Amsterdam, Kelly Boys 020, die sind jetzt in Holland aktiv und die verkaufen dann halt auch an die ganzen Shops. Das Kali-Weed scheint jedenfalls reiner, berauschender, vor allem aber auch exklusiver zu sein als normale Sorten und ist deswegen auch teurer. Vielleicht findet es auch gerade deswegen häufig Erwähnungen auf Instagram und in der Musik. Es passt auch irgendwie zu dem allgemeinen Trend, einen gehobenen und exklusiven Lebensstil öffentlich zur Schau zu stellen.
Ja, eigentlich steht vor mir ein ganz normaler und höflicher Typ, nur dass er Einblick in eine Szene hat, in der der Handel mit Cannabis irgendwie nichts Besonderes mehr ist. Und ich frage mich natürlich, ob das alles wirklich so ungefährlich ist, wie es hier klingt. Bin ich der Meinung, ja, du brauchst nur die richtigen Kontakte natürlich, sei es auf der Abnehmerseite oder bei deiner Quelle. Das kommt natürlich immer ganz auf die Stadt und auch auf das Viertel an. Bei uns ist immer alles friedlich gewesen und es gab keinerlei Stress, natürlich immer mal hier und da, weil der eine seine Schulden nicht zahlen konnte. Natürlich die Kanaken, die Kilos hin und her schieben, da gibt es nicht viel Liebe, aber ich sag mal so, in den Konsumentenkreisen ist eigentlich immer alles sehr friedlich, bei mir auch. Alle drehen eigentlich immer, helfen einander aus, so. Das ist eigentlich kein Problem. Es wirkt so, als würde es in Hamburg, also zumindest an manchen Orten, einen offenen und lockeren Markt für Cannabis geben, an dem sich auch kleine Leute bedenkenlos beteiligen. Gerade wenn man von Schulden hört, fragt man sich aber natürlich auch, wie viel Geld da so fließt. Paul möchte und kann mir, wie fast jeder, keine konkreten Zahlen nennen. Gerade auch, weil es angeblich so viele unterschiedliche Quellen für Cannabis gäbe. Aber ganz ohne Antwort lässt er mich auch nicht. Also ich sag mal, ein normaler Dealer kauft so für 4,50 Euro das Gramm bis 5 Euro ein und, sage ich mal, macht 2,50 Euro bis 2 Euro pro Gramm Profit. In großen Zahlen verhält sich das natürlich anders. Da machen die Dealer nur 50 Cent bis 1 Euro pro Gramm, aber dadurch, dass sie dann halt quantitativ mehr umsetzen, ist es natürlich so, dass dadurch auch der Gewinn ein ganz anderer ist. Ja, das alles wirkt ja interessant, aber irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Nicht nur, dass das Gras tatsächlich den weiten Weg aus den USA bis hierher findet, sondern auch, wie easy und alltäglich das alles wirkt, wenn Paul mir davon erzählt. Ich würde aber auch gerne noch mehr über dieses Thema aus einer anderen Sicht hören. Paul konnte mich noch jemandem vorstellen, der tatsächlich auch bereit ist, vor der Kamera mit mir zu sprechen. Wir treffen Jonathan, der ebenfalls unerkannt bleiben möchte. Er bezeichnet sich selbst als ehemaligen Cannabiskonsumenten und gerade deswegen interessiert mich seine Meinung zu diesem Thema. Ich habe so 2,5 bis 3 Jahre gekifft, aktiv, so mit 16 angefangen und dann so bis 19. Und ich habe aufgehört, weil ich einfach negative Nebenwirkungen bekommen habe. Also ich hatte Herzrasen, ich hatte ein komisches Gefühl im Körper, ein Drücken, ein Schmerz, wo ich mir wirklich Gedanken gemacht habe. Und der eigentliche Grund, warum ich immer gekifft habe, war dann nicht mehr da. Warum sollte ich dann weitermachen? Dann habe ich aufgehört, leider. Ja, warum fangen junge Menschen oder auch vielleicht du, warum fängt man überhaupt mit dem Cannabiskonsum an? Ich glaube, früher oder später kommt jeder Jugendliche in den Kontakt mit Cannabis. Und dann ist es auch nur noch die Frage der Zeit, wann man das erste Mal einen Joint raucht. Weil du hast einfach die Präsenz bei deinen Freunden in irgendwelchen Filmen, Serien oder vielleicht auch in irgendwelchen Musikvideos. Wo es einfach verharmlost wird, wo es aussieht, als wenn das ja kein Ding ist, dass man ja völlig drauf klarkommt. Und dann kiffst du und dann entspricht es genau diesen Vorstellungen. Du fühlst dich gut, du denkst, du hast das alles im Griff und so wird es halt nach und nach immer mehr. Ich verstehe, was Jonathan mit der Präsenz von Cannabis meint. Oft habe auch ich das Gefühl, dass Gras immer häufiger in den modernen Medien erwähnt wird. Um der Sache auf den Grund zu gehen, habe ich mir die Top 30 der deutschen Singlecharts über die Jahre 2016 und 2017 angeschaut. Genauer gesagt die Monate vor dem Release des Albums Palm aus Plastik und die Monate danach. Und das vor allem, weil das Ergebnis hier überaus passend war. Vor dem Release des Erfolgsalbums der 187 Straßenbande, die ja auch für ihren offenen Umgang mit Drogen in ihren Songs bekannt sind, waren im Schnitt nur 0,67 Lieder pro Woche unter den Top 30 der Charts, in denen Cannabis erwähnt wird. Ohne den Dauerbrenner Me, Myself and I von G-Eazy, in dem Cannabis ohnehin nur sehr indirekt erwähnt wird, wären es sogar nur 0,39 Lieder. In den darauffolgenden Monaten hingegen waren es schon durchschnittliche 2,3 Lieder pro Woche in den deutschen Charts, die Cannabis glorifizieren oder wenigstens zum Thema machen. Tendenz steigend. Das ist eine Steigerung von 233%. Führt man die Statistik in den Monaten davor und danach weiter, wäre die Veränderung wohl sogar noch gravierender oder wenigstens ähnlich hoch. So viel zur Musik. Und die anderen Medien? Wenn man nun einen Blick auf die Top 100 der Netflix-Produktion nach Wertung auf IMDb wirft, kann man insgesamt 32 Filme zählen, in denen Cannabis ebenfalls zum Thema gemacht wird. Es wird zwar nicht unbedingt in jeder Produktion positiv über Marihuana gesprochen, aber nahezu ein Drittel als Ergebnis spricht auch hier dafür, dass sich Jonathans Gefühl zumindest teilweise durch Zahlen belegen lässt. Cannabis scheint in den letzten Jahren also wirklich häufiger thematisiert worden zu sein. Aber ich muss, glaube ich, sagen, dass es nicht nur immer mehr sind, sondern auch immer jüngere.
weil die einfach auch plötzlich in den Kontakt oder einfach durch diesen Freizugang zu diesen ganzen Quellen wie YouTube und Netflix und sonst was einfach genauso damit in Berührung kommen, auch wenn sie es jetzt nicht angeboten bekommen auf der Straße. Jonathan erzählt ja zu Anfang auch von den Nebenwirkungen, die ihn von Cannabis abgebracht haben. Im weiteren Gesprächsverlauf schildert er sogar noch stärkere Effekte, die der Konsum bei ihm ausgelöst hat. Und die klingen schon alarmierend. Hast du diese Symptome dauerhaft gehabt oder beim Konsum? Beim Konsum. Also ich habe einen Joint geraucht und plötzlich fing es an mit diesen Nebenwirkungen. Und dann hat man sich Gedanken darüber gemacht, ist das jetzt schlimm, ist das vielleicht irgendeine Krankheit, die du hast? Und das hat es irgendwie nochmal verschlimmert. Ich lag im Bett teilweise mit Schüttelfrost. Und dann, wenn der Rausch weg war, wenn ich mich vielleicht sogar ausgeschlafen habe, ging es mir wieder perfekt. Das Ganze erinnert mich an mein Gespräch mit Paul. Er hatte von ähnlichen Symptomen im Zusammenhang mit chemisch verändertem Gras erzählt. Aber ich wollte halt selber für mich an dem Zeitpunkt noch nicht wahrhaben. Das ist wirklich, ich habe es natürlich auch gemerkt, 2, 3 Züge und du merkst sofort, dass deine Hände kribbeln, Schweißausbruch, so, du fängst an, so ein bisschen unter den Augen zu schwitzen. So. Und das ist wirklich was du beim normalen Cannabis wirklich nicht nach 2, 3 Zügen verspürst, wenn dann nach einem dicken Bonkopf. Hierbei werden spezielle Cannabinoide der echten Pflanze künstlich hergestellt und immer wieder leicht verändert, sodass sie in ihrer chemischen Zusammensetzung von keinem Verbot betroffen sind. Deswegen ist der Verkauf solcher Substanzen sogar mehr oder weniger legal, was aber keineswegs für diese Substanzen spricht. Auch die Bundesregierung warnt vor dieser Entwicklung, nachdem das BKA 2021 über 150 Kilogramm Cannabis beschlagnahmt hat, das mit sogenannten synthetischen Cannabinoiden versetzt wurde. Dr. Lars Wilhelm, Leiter der Toxikologie des LADR-Laborverbands, Dr. Kramer und Kollegen, fasst die Problematik in einem Video des Labors, für dessen Nutzung ich leider keine Genehmigung bekommen konnte, sehr gut zusammen. Synthetische Cannabinoide sind hochpotent, das heißt, schon bei niedriger Dosis wirken sie sehr stark. Das nächste Problem ist, dass die Wirkstoffmenge unkalkulierbar ist. Das liegt daran, dass der Wirkstoff nicht gleichmäßig auf dem getrockneten Pflanzenmaterial verteilt ist. Wir haben uns im letzten Jahr insbesondere eine Substanz genauer angeschaut und haben gesehen, dass hier ein sehr starker Anstieg zu verzeichnen ist. Weltweit sieht man immer wieder Vergiftungen mit synthetischen Cannabinoiden, die auch tödlich verlaufen können. Es treten immer wieder chemisch induzierte Psychosen, Depressionen, Krampfanfälle, Ohnmacht, Herzrasen, Bluthochdruck und Gewaltbereitschaft auf. Wenn solche Symptome beobachtet werden, dann sollte man synthetische Cannabinoide gegebenenfalls mit in Betracht ziehen. Ja, ich bin bei meiner Recherche auch auf synthetische Cannabinoide, also THC, das im Labor hergestellt wird, aufmerksam geworden. Das soll teilweise wohl auch auf echte Cannabisblüten gesprüht werden, um den Wirkgehalt zu erhöhen. Und wenn du mir von Symptomen erzählst, wie Herzrasen und Paranoia, die werden damit häufig in Verbindung gebracht, in viel stärkere Ausführung. Kann es sein, dass die dann vielleicht auch mit ein Grund für deine Symptomatik waren? Das kann wirklich gut sein, weil du hattest schon immer mal hier und da einen Joint zwischendrin, wo du einfach auch körperliche Symptome hattest, die einfach negativ waren, auch was das Psychische angeht. Ne? Du wirst gleich paranoid. Du bekommst sprunghafte Gedanken, du weißt vielleicht irgendwann gar nicht mehr, was abgeht so, ne? Und wenn es bei mir dann Richtung Ende genau das gleiche immer war, kann es auch sein, dass ich immer halt gestrecktes Gras bekommen habe. Das kannst du nicht wissen. Manche, die sagen, die gucken das an und sagen, ja, das ist gestreckt, das ist nicht gestreckt. Bei mir war es so, wenn es gekratzt hat, dann dachte ich, okay, vielleicht ist da irgendwas drin. Oder halt am Geschmack das probiert festzustellen, aber du weißt es halt nicht, was du da kaufst, ja. Neben den Gefahren, die der Konsum von normalen Cannabisblüten mit sich bringt, kommt neuerdings also die zusätzliche Gefahr von viel risikoreicheren synthetischen Cannabinoiden dazu, die mit Gras rein gar nichts mehr zu tun haben und sogar schon zum Tod geführt haben. Auch dass hochprozentige Grassorten aus Kalifornien immer öfter vorkommen, ist nicht gerade ungefährlich. Da ja, wie erwähnt, gerade ein übermäßiger THC-Konsum schneller in eine ungesunde Abhängigkeit führen kann. Jeder sollte wissen, dass Cannabis eine Droge ist. Ne? Das kann man nicht verharmlosen. Ich glaube, es kommt auch immer auf den Konsumenten drauf an, aber so wie ich das mitbekommen habe, geht es nur noch darum, ey, Digga, das klingt richtig gut. Guck mal hier, Calumi, guck mal hier, Amnesia, hey, das ist so potent. Da geben wir uns jetzt hier die Kante und das ist es halt, ne? Die wollen immer besseres Gras, was immer higher macht. Wenn es irgendwie nur noch darum geht, dass schön möglichst viel THC in dem Gras
drin ist, dann wird es einfach immer extremer und irgendwann kann es sein, dass du einfach abdrehst während dem Trip. Ja, wie am Anfang erklärt, wird dem Inhaltsstoff CBD hingegen nachgesagt, er wirke angstlösend, entspannt und beruhigend. Tatsächlich mildert wohl genau dieser Stoff die psychoaktive Wirkung von THC und gleicht Nebenwirkungen wie Paranoia oder Angstzustände aus. CBD bietet zwar lange keinen absoluten Schutz gegen Symptome, die auch Jonathan beschreibt, aber es wird vermutet, dass es das Risiko, den der THC-Konsum mit sich bringt, lindern kann. Doch eben weil für viele ein starkes Rauschgefühl das Aushängeschild für guten Stoff ist, weil es abhängiger macht und somit mehr Geld für den Schwarzmarkt verspricht, fluten natürlich hochprozentige THC-Produkte wie das Kaliweed oder sogar synthetisches Fake-Gras die Szene. Dabei wird das CBD in der Pflanze häufig vollkommen rausgezüchtet, sodass es kein abgemildertes, sondern viel stärkeres High gibt. Genau das führt dann viel schneller zu amotivationalen Nebenwirkungen und Psychosen, von den synthetischen Cannabinoiden ganz zu schweigen. Paul und Jonathan kommen mir während unserer Gespräche recht bodenständig und normal vor. Sie sind auch schon älter und haben laut eigenen Angaben erst spät mit dem Konsum angefangen. Wer ein wenig googelt, wird merken, dass vor allem der frühe Einstieg in den Cannabiskonsum extrem ungesund ist und zu dauerhaften Schädigungen führen kann. Im Jugendalter spielen neben den zahlreichen hormonellen und körperlichen Veränderungen auch psychosoziale und neurologische Veränderungen eine große Rolle. Man spricht auch von der adoleszenten Phase der Pubertät. Hirnstrukturen werden umgebaut, selektiv aufgelöst und neu spezifiziert. Neuronale Verbindungen und Netzwerke im Hirn beginnen sich zu festigen, während andere, wenig genutzte Verbindungen abgebaut werden. Im Klartext bedeutet das, unser Gehirn erfährt in der Altersspanne der Pubertät, also von 10 bis 20 und sogar darüber hinaus, tiefgreifende Veränderungen, die Einfluss auf Lebensweise, Vernunft, Ängste, Fähigkeiten und noch viel mehr haben können. Dieser natürliche Entwicklungsprozess trägt nachweislich enorm zum Erwachsenwerden bei und auf diesen Veränderungen begründen sich später auch Charaktereigenschaften. Bedenkt man nun, was ich am Anfang erklärt habe, nämlich dass das körpereigene Cannabinoidsystem an diesen Prozessen und dem Umbau des Organismus beteiligt ist, wird auch schnell klar, warum viele Studien darauf hindeuten, dass der Cannabiskonsum in der Jugend dauerhafte Schäden verursachen kann. Und bei all den Sorten, Effekten, Cannabinoiden und Cannabisprodukten, die es gibt, kann in der Regel kein Konsument, egal ob jung oder erwachsen, verstehen, was für Stoffe er sich überhaupt verabreicht und wie sie langfristig auf den individuellen Organismus wirken. Das synthetische Cannabis und die Tatsache, dass normales Cannabis damit sogar gestreckt wird, setzt, auch was die Gefahren für jugendliche Konsumenten betrifft, nur noch einen drauf. Jugendliche neigen ja bekanntlich irgendwie dazu, sich risikohaft zu benehmen und da ist es auch nicht wirklich ein Wunder, dass viele in dem Alter neben Alkohol auch Cannabis als Rauschmittel ausprobieren. In unserem Gespräch hat aber auch Paul Deutschrap als Einfluss bezeichnet, der zum Drogenkonsum animieren könnte. Man kann sich anders sagen, Cannabis wird schon sehr verherrlicht von den meisten Rappern, die auch aktiv Cannabis konsumieren. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es falsch ist, weil die ja nicht unbedingt eine Vorbildfunktion übernehmen, aber es ist natürlich auch nicht gerade schön, wenn dann Jugendliche ein Video sehen und sich dann denken, ja, die rappen über Candy, die sind cool. Nein, es ist nicht cool, nur weil du Cannabis rauchst, und es ist auch nicht cool, kriminell zu sein mit Cannabis, durch andere Drogen. Die Frage nach der Vorbildfunktion ist schwer zu beantworten und wird schon fast eine eigene Dokumentation verdienen. Musik und Kunst deshalb einzuschränken, wäre natürlich auch nicht der richtige Weg. Schaut man sich aber das Alter des Großteils der Deutschrap-Hörer an, wird schnell klar, dass die Zielgruppe der Musik, die Cannabis neben anderen Drogen oft wie ein Lifestyle-Produkt darstellt, ganz sicher nicht die Generation meiner Großeltern anspricht, sondern die Gruppe, die durch den Konsum am gefährdetsten ist, die Jugend. Wenn man außer auf die Musik nur nochmal auf die anderen Bereiche guckt, die Cannabis zum Thema machen, scheint es fast so, als ob die aktuelle Medienkultur Cannabiskonsum immer normaler und alltäglicher wirken lässt, während die Pflanze selbst teilweise immer gefährlicher und für den Konsumenten unberechenbarer wird. Dennoch verbietet das Betäubungsmittelgesetz die legale Abgabe von Cannabis und lässt dem Schwarzmarkt so die Freiheit, eine Droge zu verkaufen, die den Dealern möglichst viel Profit verspricht, aber keine Qualitätsstandards erfüllen muss. Ja, Cannabiskonsum ist also mit vielen Gefahren verbunden. Gefahren, die aber anscheinend nicht nur von der Pflanze selbst ausgehen, sondern auch dort entstehen, wo Verbote und Regeln die Gesellschaft eigentlich schützen sollten. Steigende Konsumentenzahlen sprechen dagegen, dass die aktuelle Gesetzes- und Präventionslage in Bezug auf Cannabis gut funktioniert. Stattdessen rücken Plattformen wie das Internet und die Musik Marihuana immer weiter in die Mitte einer ganzen Generation. Und es ist schon fast irgendwie selbstverständlich, dass es für diese Entwicklungen auch irgendwann eine Lösung braucht.
ob eine Legalisierung oder Entkriminalisierung von Cannabis der richtige Weg für Deutschland wäre, ja, das bleibt zu diskutieren. Mit der neuen Regierung wird sich ja vielleicht sogar schon sehr bald was ändern. Klar ist aber, dass die Lage im Moment alarmierend ist, denn legal oder illegal, jeden Tag wird in Deutschland gekifft und jeden Tag setzen sich Menschen wie Jonathan und Paul dem Risiko aus, etwas zu konsumieren, von dem man oft nicht genau wissen kann, was es ist und was es für Konsequenzen birgt. Mir hat die Recherche jedenfalls gezeigt, dass man Cannabiskonsum vor allem in der Jugendzeit nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Wenn man sich dann doch zum Konsum entscheidet, dann sollte man sich wenigstens gut informieren und klar darüber werden, was genau man da macht. Wenn ihr Freunde oder Bekannte habt, die Cannabis konsumieren, dann fragt sie doch mal, ob sie wirklich wissen, was für Gefahren sie sich aussetzen und ob sie diese auch ernst nehmen oder vielleicht sogar ein bisschen bewusst ignorieren. Am Ende muss aber natürlich jeder selbst entscheiden, was er oder sie für richtig hält. Ich hoffe jedenfalls, ich konnte dazu beitragen, dieses Tabuthema ein wenig realer und auch sichtbarer zu machen, sodass mehr Leute verstehen, was Cannabiskonsum genau bedeutet. Immer mehr der Klang mit einem Lächeln im Gesicht. Ich werde nicht erwachsen, ja, ich liebe diese Shit. Digga, wir sind diese Kids. Wir sind diese Kids. Die Body wird gezwickt, ey, ein Plättchen nehm ich mit. Ich sag, was willst du machen, es ist einfach wie es ist. Digga, wir sind diese Kids. Was geht ab? Da hinten wird geschossen, hier ist eine Ente. Da hinten sind Kinder. Eine Kuh, ne? Von da hinten. Okay. Ja, wie am Anfang erklärt,